Ein herzerfrischendes Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Minecraft ATM mit der Nephias. Hallo. Wir sind zurück, eine neue Runde, eine neue Wahnsinnsfahrt. Vielen, vielen Dank für alle Kommentare, die wir gekriegt haben. Jetzt kannst du es halt wirklich sagen, ja, jetzt stimmt's. Jetzt ist es halt raus und es sind halt wirklich viele Kommentare und viele Likes. Und ich habe also hier die Kisten, ne? Die standen letztes Mal noch nicht, die habe ich hingestellt und ich habe hier schon so ein bisschen angefangen zu sortieren. Oben hier sind Erze drin zum Beispiel in der zweiten. Wo ist Essen drin? Ich glaube, das habe ich noch nicht sortiert. Ich habe nur erstmal die. Ganz oben ist so Zauberkram und darunter ist Erze. Das habe ich sortiert, den Rest. Zauberkram. Auch. Kannst du mal was mit Zauberkram machen eigentlich? Okay. Dann kommt das erstmal alles Achso, hier rein. Achso, wo bauen wir die Schmelze denn hin? Ja, das ist eine gute Frage. Gute Frage, nächste Frage. Ich würde sagen. Was ist? Ach so, hier ist deine Bock-Earth. Ich dachte schon, was ist denn hier los? Ach ja, stimmt. Da wollte ich nochmal gucken. Die fertig bestimmt. Ach so, hier, einer hat bei mir geschrieben, der Bros-Player. Der hat geschrieben, Pams Harvestcraft werden wir lieben und hassen lernen. Und wir kennen Pams Harvestcraft. Das war die Mod, die wir letztes Mal überlegt hatten. Ist Pams drin? Ja, angeblich ist Pams drin. Nee. Oh. At? Erstmal was. Pam? Bin zu doof, mein Inventar zu öffnen. At Pam. Harvest? Die ist gar nicht drin. Nee. Ist gar nicht drin. Pam's Harvestcraft ist nicht drin. Das ist die Mod, die wir kennen aus Life in the Woods. Und alles andere. Ja, und alle anderen Modpacks. Die hat so, ich habe jetzt. Überall drin. 8 Pete habe ich jetzt. Pete war für Kohle, ne? Also Ersatz. Pete ist der Kohleersatz, ja. Okay. Wo haben wir denn was gebraten werden muss? Nirgendwo. Dann nehmen wir die Kohle mal raus und dann machen wir hier Pete rein. Der Pete. Pete Hein. So, und Erde gibt's da wieder, wenn ich Pete abbaue, aber es gibt keinen Sand wieder. Okay. Ich mache jetzt erstmal hier so ein bisschen Grünzeug weg, um zu gucken, wo die Schmelze am besten hier hinpasst. Geil wäre, wenn die Schmelze in den Berg geht, oder? Bockers. Ja, irgendwie sowas. Aber ich hatte eh überlegt, ob wir das ein bisschen begradigen sollen hier. Ja, aber das ist schon sehr ungerade. Also das müssen wir dann so begradigen, dass von wegen. Dass sie zum Beispiel da jetzt die Schmelze hinbauen hier in dem Berg und dann halt einen Weg dahin bauen, weißt du? So begradigen und nicht alles. Nee, das meine ich ja. Meine Schaufel ist kaputt gegangen. Den Rest musst du machen. Unangenehm. Größeres Feld brauche ich auch, wenn ich hier die Kuhzucht das Buddel vorantreiben will. Hier gibt's ein Brot. Dann lässt im Load auf dem Boot. Auf dem Brot heißt das. Auf dem Brot? Brot. Sieh dir noch einmal Brot. Brad. Big Brad. So. Was ist denn das hier? Ach, das ist Glas. Wo haben wir denn Eisen? In der Eisenkiste. Oder macht mir eine Diamantenshop? Man tendiert zur Diamantenshop. Ja, ich habe schon Diamanten, kann. Weil ich was ausprobiert habe. Und zwar, warte. Dieser Stab hier. Hast du Offscreen gespielt? Ich habe ja sortiert und dann habe ich diesen Stab ausprobiert, weil ich habe gelesen, was der kann. Wenn du dich. Der kann Cobblestone zu Diamanten machen. Nein. Wenn du dich an eine Reihe stellst, zum Beispiel jetzt nach unten und rechts machst, zeigt er dir an, was in der Richtung wertvoll sein könnte. Nach unten. Limestone, Cobblestone 1. Ja, und das kannst du halt unten machen. Du kannst dich vor eine Wand stellen, rechts klicken und dann sagt er Diamonds, Iron. Und dann kannst ich hier gucken, da steht dann. Ja, und dann weißt du halt, wenn du da lang buddelst, in einem Radius von 32 Blöcken, ist Diamant. Das ist geil. Das ist smart. Ja. Er ist ziemlich fancy so. Achso, das ist die Erde hier, die mir Schaden macht. Bist du fast tot? Bist du fast tot? Nee, bist du fast tot? Nö, ich habe 28 Leben. Bist du wahnsinnig? Der springt hier einfach ins Wasser. Ich brauch Sand. Was ist, wenn da unten Steine drin sind? Wo sollen die denn herkommen? Hast du die da hingelegt oder was? Das ist so Stalagmiten. Das ist die einzige Möglichkeit ist, dass du das hier hingelegt hast. Goro spielt runter. Schlimm ist,
Schwein, ich könnte mir das. So ein Asi, du könntest das machen. Das ist genau deine Handschrift. Genauso wie GZ nicht zahlen. Hallo. Böse Vergangenheit hier. GZ. Schon gezahlt? Heißt nicht mehr GZ. Wie heißt denn das dann? TV-Beitrag? Nein, das heißt Rundfunkgebühren. Rundfunkgebühren. Jeder sagt GZ, aber die wollen das eigentlich nicht. Schlechten Ruf haben. Goro sagte vorhin, nicht zahlen, weil ich früher tatsächlich einfach nicht gezahlt habe und irgendwann haben sie mir einen Brief geschrieben. Ja, zahlen sie jetzt Betrag X, sonst dead. Nein, also sonst dead. Wie töten die dich sonst? So fühlte sich der Brief an. Das fühlte sich an wie eine Drohung. Die standen damals, ist ja in Dänemark auch. Das wird jetzt aber abgeschafft demnächst. Ach, in Dänemark sind sie immer so schlau und schaffen das ab. Verschlüsseln sie das dann endlich? Ich zieh wirklich nach Dänemark, wenn das so weitergeht. In einem Jahr wird das abgeschafft und dann wird das Teil einer normalen Steuer quasi. Moment, du zahlst es dann trotzdem. Nee, also wir zahlen nicht mehr Steuern. Es wird halt vom Staat dann gezahlt. Ja, aber du zahlst es ja trotzdem, ist ja eine Steuer. Aber es wird halt auch deutlich verringert, sagen wir es mal so. Ja, okay. Trotzdem die ist das ganz, immer noch Bullshit, viele weil... Radiosender zugemacht und sowas. Wieso sagen die einfach, wir machen das, das ist vom Staat, du kannst das gucken, zahl, selbst wenn du es nicht guckst. Was ist denn das? Da, weiß ich auch nicht. So, weißt du, so sollen sie es halt verschlüsseln, wie die privaten Sender auch hier, Pro7 und so. Ja, ja. Tja. Und dann heißt es immer, ja, das muss allen zugänglich sein. Ja, aber wenn die Leute es doch nicht wollen, lass es doch weg. Die begründen es ja auch damit, dass es andere Sachen sind. Das sind ja jetzt auch die Online-Medien und sowas. Ja, toll. Die YouTube-Kanäle können sie auch verschlüsseln. Gibt's ja auch Möglichkeiten hier für stimmt, für. Ja, ja. Naja. Ich find's ganz okay, dass es dann so gemacht wird, dass man nicht mehr zahlt, weil das vorher war halt wirklich richtig, richtig dumm. Denn, und jetzt kommen wir zu der Geschichte. Zu dem Zeitpunkt habe ich ja noch mit dem Kumpel zusammen gewohnt. Ne? Mhm. Und es ist halt so, dass wenn du mit einem Freund zusammen wohnst oder mit deinem Geschwisterteil quasi, ja, dann musst du doppelt zahlen. Aber wenn du mit deinem Partner zusammen wohnst, dann musst du nur einmal zahlen. Das ist ja hier auch. Jetzt muss ja auch jeder zahlen. Ne? Ja, aber wenn du eine Familie bist quasi, also wenn das deine Freundin ist, dann musst du das nicht zahlen. Weiß ich jetzt gar nicht, wie das in Deutschland ist. Ich glaube, in Deutschland müsste jeder. Ich bin mir nicht mehr sicher, ist mir auch egal eigentlich. Also auf jeden Fall war das dann halt so das Ding, dass er halt gezahlt hat und ich halt nicht. Und da dachten wir halt, gut, wird schon schief gehen. Wird schon schief gehen, ja. Nach dem Motto bin ich auch gegangen. Und dann stand der Mann plötzlich vor der Tür. Mama, da ist ein böser Mann vor der Tür. So ungefähr. Und dann hat er gesagt, guten Tag, wir sind von der GZ. Wenn sie nicht zahlen, Hose runter. Nee. Wir können hier auf unserem Display sehen, dass sie nicht zahlen. Dann habe ich gesagt, doch. Ja, doch. Klar. Da haut er noch raus. Dann sagt er meinen Namen. Sind sie Goro bei? Dann habe ich gesagt, vielleicht. Haben sie einen Fernseher? Meine Antwort darauf war, vielleicht. Ich kann da hinten einen sehen. Das ist nicht meiner, das ist von meinem Mitbewohner. Und dann sagt er den Namen ganz leicht und guckt auf sein Tablet, weißt du? Aber er hat ja gezahlt. Und dann habe ich gesagt, ja, Dann sagt er, ja, wir sehen ja hier, ist leider, hier sind zwei eingetragene Leute, aber nur einer zahlt. Da habe ich gesagt, ja, vielleicht. Vielleicht? Dann hat er gesagt, sollen wir dich anmelden hier vielleicht? Und dann zahlst du jetzt auch so nett. So sollen wir. Und dann zahlst du keine Strafe, aber jetzt zahlst du. Da habe ich gesagt, vielleicht. Also haben sie gesagt, wir melden dich jetzt an, dafür zahlst du nicht, aber wir machen das? Okay. Ja. Das ist ja eigentlich noch cool. Ja, und dann seitdem bin ich da angemeldet, seitdem zahle ich das nicht. Es ist jetzt mittlerweile auch schon zweimal das ist auf jeden Fall geworden, cooler, dadurch, dass es abgeschafft wird. Die GZ hier, die jahrelang nichts schreibt und das einfach hinnimmt. Und sobald, das ist immer, sobald ich umgezogen bin. Ich bin von meinen Eltern weggezogen, in die erste eigene Wohnung, instant einen Brief gekriegt nach der Ummeldung. So von wegen, ihre Daten beim Anwohnermeldeamt bleiben bei uns.
Klar. Natürlich. Deswegen weiß die GEZ auch sofort, dass ich umgezogen bin. Natürlich. Reiner Zufall. Reiner Zufall. Reiner Zufall. Ja, und dann habe ich, darauf habe ich halt, also da hat meine Ex-Freundin das noch bezahlt. Ich aber nicht. So wie bei dir. Ich glaube, da war das auch so. Und irgendwann haben sie mir dann halt einen Brief geschrieben. Ja, du hast nicht gezahlt, zahl jetzt. So einfach so, ne? Nicht so wie bei dir. Erst so voll nett so. Komm, wir melden dich jetzt an, dann ist okay. Nee. Ja, das war halt, es war halt nicht so gut, sagen wir es mal so, ne? Und das Schlimme ist halt, hätte ich gesagt, dass wir ein Paar sind, mein Kumpel und ich, dann hätte ich nicht zahlen müssen. Weil, was hätten die dann sagen wollen? Dass das nicht geht? Das wäre auch eine geile Szene. Alter, ich muss sagen, dass wir zusammen sind. Er war zu dem Zeitpunkt noch nicht da und im Nachhinein hat er gesagt, hätte es einfach machen sollen. Ja, hätte ich aber dann auch gemacht. Hätte ich ja dann auch machen. Aber da denkst du nicht dran, weißt du, machst die Tür auf, denkst an nichts Böses, dann stehen die Leute da vor einem. Fuck, Kat. Bist du grob bei vielleicht? Wir fragen. Wie wär's, wenn sie sich erstmal vorstellen? Ja, sie können ja sonst wer sein. Was machen sie hier? Ja, eben. E-Band. Naja. Das war so meine Geschichte. Und das war deine Geschichte. EZ stimmt. Schöne Geschichten. Ja, wird halt abgeschafft in Dänemark. Finde ich gut. Lächerlich. Abgeschafft. Nein. Worauf versucht die Katze zu holen? Ah, komm schon! Gottes Willen, also. Katzenzähne setzen, ne? Wie viele Dinger da schon drin sind jetzt? Das ist wie in Real Life. Wie viel in der Katze schon drin ist jetzt? Geht ja nicht. Was soll denn das? Ach, jetzt muss ich neulich holen. Auch massiert Bricks. Wir brauchen auf jeden Fall mehr von dem Zeug hier. Fische. Wenn es doch nur Fische wären. Okay, das ist mein letzter jetzt. Letzter Versuch. Wird die Katze Guru gehorchen oder nicht? Das sehen Sie in der nächsten Folge. Nee, das sehen wir noch diese Folge. Nee. So lange warte ich nicht. Kann keine 2 Tage warten. Okay. Hey, du wartest ja auch keine 2 Tage. Los geht's. Nein, immer noch nicht. Was soll das denn? Wie viel soll ich denn benutzen? Jetzt komme ich mit einem Fisch und die Katze. Einen habe ich noch. Immer noch nicht! Was ist da los, Goro? Die Drains nicht gebaut, scheiße. Fuck. Hier nochmal einen. Jetzt aber, komm schon. So viele Sie! Wir haben Sand. Wir haben Lehm. Call an der Stelle schon mal Fake News. Haben wir denn noch Gravel? Nee. Bestimmt. Ei habe ich. Du müsstest dich eventuell auch gleich nochmal ins Bett legen. Also ohne jetzt persönlich zu werden, aber. Hä? Warum? Weiß das auch nicht. Haben wir bitte noch Seeds? Normale. Zu gut und gerne 30, 40 Stück.
Ich schmeiß das alles weg. Ich weiß nicht. Den ganzen Klackeradatsch. Klackeradatsch. Ich will doch nur normale Seeds. Wakey wakey, rise and shine. Achso, warte, normale Seeds habe ich hier, glaube ich, gerade in die Kiste geschmissen. Wie viele? Zwei. Zwei? Ja. Ja. Besser als gar keine Seeds, ne? Sehe ich nämlich auch so. Und ich habe selber nochmal zwei, das sind vier. Was machst du denn? Ich habe bestimmt schon um die 10 da reingemacht. Wo machst du denn das Seeds? Ich laufe mal schnell nach Hause. Iron. Wakey wakey, rise and shine. Da bin ich. Hallo. Na? Na? Wo sind sie? Was, die Seeds? Jawohl, Sir. Okay. Ma'am. Ma'am, Sir. Ja, Ma'am. Zwei. Halleluja. Hab ich dir gesagt. Ist jetzt nicht so, dass ich dir mehr versprochen hätte. Das passt mir so viel versprochen, Evi. Das wird deine Liebe versprochen. Das ist ja schön, dass wir eine Schmelze haben, ne? Aber? Wie kriegen wir da Lava rein? Aus dem Nether. Okay, let's go. Let's go, Alter. Hast ja Diamanten gefarmt, also von daher. Sollte ja kein Problem sein für dich. Da waren zwei Vorkommen. Seid fruchtbar und mehret euch. So, ich habe 7 Seeds. Was machst du denn mit den Seeds? Jetzt habe ich 8. Hast du Hühner geholt? Nein, besser. Was hast du denn? Ich will die Tiere versklaven. Okay, alles wie immer. Und sonst? 1, 2, 3. Jawohl! Best friends ever. Forever young. I wanna be forever young. Tame an animal. Du hast eine Katze gezählt. Forever young. Nefi, komm zu unserem Haus, dann zeige ich dir mein neues Haustier. Kann jetzt nicht kommen, ich brauch Gravel. I wanna be forever young. Komm in unser Haus. Schnell. Ich bin zu weit weg. Mach, und jetzt... mach die Tür auf für dich. Komm schnell rein. Schnell. Ach so, mit der Katze. Komm. Jetzt komm. Komm, Scheißvieh. Tür zu. Und Platz. Wenn Nefi das erste töte, dann töte ich ihn. Den Rest des Projekts. Hast du einen Papageien gezähmt? Ja. Echt? Ja. Und wir haben auch einen Name-Tag. Der heißt jetzt Bob. Was? Was? Achso, wir haben einen Name-Tag und er heißt jetzt Bob. Nicht Polly. Ich hätte wohl nochmal den Name-Tag. Was? Nicht Polly. Polly? Polly verlangt. Polyline. Schock. Meine Reaktion darauf, dass du hier Tiere versklavst. Alles wie immer. Ist halt so, ne? Goro sieht Tiere, direkt kommt jetzt hier Dings raus. Zucht. Direkt so Zucht. Tiersex. Das ist das, was bei Goro durch den Kopf geht. Das Wichtigste hier in dem Spiel. Ich kann ja nichts dafür. Dass Minecraft das mit mir macht. Weiß ja nicht, an was du denkst bei Minecraft. Blöcke. Nee. Denken. Tiere. Ich denke an Tiere. Okay, also wir müssen einige von den Bäumen leider abreißen. Das nützt halt leider nichts. Sonst funktioniert das nicht. Suchst du Lava oder was? Nein, ich habe Gravel gesucht. Gravel? Ja. Können wir das nicht mit Peat voll machen hier? Ja, aber ich habe 2 Stacks. Bitte schön.
Ach ja, ich hab keine Axt. Axt im Helm muss ersetzt den Zimmermann. Wo waren jetzt hier die? Da. Oh, haben wir nur noch so wenig Eisen? Ah, wir haben noch 11. Die brenne ich jetzt gleich direkt mal mit Pie. Was denn? Ach, ich bin verwirrt. Ist das dumm, das ganze Eisen zu brennen jetzt? Nee, passt schon. Dachte nur wegen die Schmelze. Es gibt Jetpacks, die brauchen wir auf jeden Fall. Ja, das haben wir aber schon mal erwähnt, glaube ich. Ich höre hier einen Papagei. Das ist nicht meiner. Das ist nicht Polly. Weißt du, wie der klingt? Der macht immer so Geräusche, als ob man ihn gerade den Hals umdreht. So. Tu das und ich töte. Aber wann wird ich hier derbsten Hunger habe auf Chicken Wings? Ja. Und du Hunger mich da bist, ich den esse und ich den neuen dahin stelle. Dann ist okay. Der dann auch Bob heißt. Das voll okay. Ah, da bin ich total konform. Okay. Bin ich völlig in Ordnung. Zeig ich dir einen goldenen Zauberstab oder was? Wenn der mir einmal aufs Bett kackt. Dann. Kack ich dir aufs Bett. Naja, damit kann ich leben. Alles wie immer so. Alles wie immer. So, erstmal hier die Kühe wieder verpaaren. Das ist das Wichtigste. Du und 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 du auch noch hier. Der sitzt hier ganz schön gefährlich. Und du und du. Zwei von euch können doch. Was mit dir? Kennst du auch noch? So. Das sind jetzt schon ganz schön viele Kühe, ne? Ich glaube, es wird Zeit. Für welche von euch? Euer. Es wird Zeit. Oh mein Gott, ich habe die alle gekleeft. Das kann gar nicht sein. Es wird Zeit, Abschied zu nehmen. Stimmt. Das ist echt schwierig. Hier sind einige, wir brauchen einen Bogen, weil das mit dem Cleaven hier, das ist leider nicht so gut. Natürlich nicht so geil, ne? Ich töte die mit der Spitzhacke. Damit kann ich hier individuell... Untrue Pacifist. Mit der Spitzhacke kann ich hier gezielt die schwachen Tiere aus der Gruppe... Sortieren. Sortieren. Ganz genau, Nefias. Du hast es erfahren. Erfasst. Sehr gut. Erfahren habe ich es auch. Das Gute ist auch... Man sieht das auch. Man hört es nicht so toll. Das Leiden der Kühe. So, wie viel Leder haben wir? 2 Leder? Wollt ihr mich verarschen? Ja, die Was droppen voll los? Wenig Leder, ja. Ist mir auch schon aufgefallen. Tja, Leute, so wird er leider nichts. Ich würde sagen, damit noch mehr sterben. So kriegen wir diese. Eiskalt, der Mann. Es nützt ja nichts, Nefert. Es nützt ja nichts. Du, wir müssen auch mal an den Börsengang denken. Leder ist wichtig. Börsengang. Leder ist teuer. Aber der Börsengang. Der Börsengang. 8. Ach ja, shit. Was sind das? Achso, Smelting. Also Eis ist Smelting. 2 Leder brauche ich noch. Das mache ich noch diese Folge. Dann müssen wir die ganzen erwachsenen Kühe leider hier hinrichten. Wenn die nicht so viel laufen würden, naja, egal. Ich muss die Großen eh alle töten. Grausam, der Mann ist. Da 2 Leder gedroppt. Ich dürfte weiterleben. Was zur Hölle, Mann. Ach ja, die Dinger können ja hier stehen. I remember. Okay. Was soll ich denn damit machen? Smelting. Ja, womit denn? In dem Ofen oder was? Hab ich doch gemacht. Oh nein. Was los? Achso. Puh. Dachte, ich hätte keine Strings geholt. Gekauft. Gekauft. Oh ne, oh ne. Was denn jetzt, Mann? Ich höre hier immer nur oh ne und Ich höre nur Mimi. Was ist hier los? Ja, ich habe vergessen, dass ich dann doch doppelt so viel Leder brauche. Ja, so ging es mir auch. Ich habe schon mal 4. Hast du wieder nur an dich gedacht, heißt das? 4-mal gebundenes Leder habe ich. Nee, ich brauche doppelt so viel für einen Rucksack. Also von daher.
ist so gedacht, ne? Dass du da die Steine reinlegen kannst. Aber nicht mit Papa Schlumpf. Nicht mit Papa Schlumpf. Freunde, Papa Schlumpf ist jetzt erstmal raus, würde ich sagen. Vielen Dank fürs Zusehen. Gerne in der nächsten Folge wieder Daumen nach oben da lassen. Ihr kennt das Spiel. Tschüss. Bis dahin. Halte die Ohren steif, ne? Hilfe. Tschüss.